Kinder, heute ist Freitag und für uns bedeutet das mal wieder Casual Friday. Wir machen das dritte Display von One Piece auf, Pillars of Strength. 12 Karten pro Booster, 24 Booster sind in einem Display und 12 Karten aus 127 Typen. Das Game kann nicht gespielt werden mit diesem Pack alone. Es steht hier noch was Spannendes. Nö, hier steht nichts zu den Raritäten, nicht soweit ich erkennen kann. Lasst's mal loslegen. Ist die englische Version. Paramount War haben wir ja japanisch aufgemacht. Und das Ganze gehört dem lieben Said. Said, viel Erfolg, viel Glück. Es gibt ja die sogenannte, boah, heißt es Soge King, Soge King. Super Duper Alternate Art für 82 Euro bei Card Market. Ich habe mir die Preise angeguckt. Wir wollen Alternate Arts und am liebsten Alternate Arts von Secret Rares. Oder der liebe Said hat sich die Wanted-Karten gewünscht. Schauen wir mal, was wir erstmal hier haben. Hier unten steht wieder die Rarität: C für Kamen, Tidestone, Jerry, Charlotte Galette. Galila Company, Tropical Turment, Speed Jill, Gum Gum Giant Gavel, immer noch Cummins. Jetzt kommen die Uncummins. Sind auch nicht interessant, ne? Aber nur, dass ihr es mal wisst, da steht Uncummin. Buchi, Nojiko, eine Frau, oh, eine Frau. Kuro, eine Leaderkarte und erste Rare ist Deathly Poison Gas Bomb MH5. Zweite Rare ist Kokoro und dann eine ganz normale Don-Karte. Wenn es sich so verhält wie bei Romance Dawn und Paramount War, ist in diesen 24 Boostern auch wieder eine Don-Karte mit einem besonderen Artwork. In Romance Dawn hatten wir Ruffy, in Paramount War hatten wir Zorro und hier haben wir Fossa, Gensoil, Vida, Helmeppo, Nero, Out of the Bag. Lysops Pirate Crew, auch cool. Oder Usopp. Monkey D. Garp, Uncommon. Charlotte Oven, Khalifa und Charlotte Pudding. Die habe ich doch gesehen, oder? Ah. Aber als Alternate Art ist die was wert. So wahrscheinlich nicht. Charlotte Pudding, eine Rare. Und Charlotte Lin Lin. Super Rare. Okay. Er ist super Rare. Guck mal, Charlotte Lin Lin. Ist das eine hässliche Karte, Mann? als Alternate A 30 Euro so, glatte 2 Cent. Na gut, suchen wir weiter. Also Wanted-Karten, Alternate Art, Secret Rares. Das ist das, was den Preis hier bei One Piece ausmacht. Und das kann man auch ruhig mal auf einem Freitag aufmachen. Gum Gum Giant Gavel, Alter. Man kann uns. Buggy der Clown. Ist nur eine Ankamme, und Spandam. Spandam. Als Alternate Art. Erste Alternate Art, allerdings nichts auf der ersten Seite hier. Und eine Secret Rare Krieg. Weiter geht's. Arbeit, Arbeit. So, jawollick. Charlotte Cliffin. Liederkarte, Along. Blueno. Belmare. Ach, guck mal, Belmare ist auch drauf. Ey. Cool. Das weckt Erinnerungen. Ich habe ja durch dieses One Piece TCG tatsächlich auch immer wieder vor, One Piece zu gucken. Aber es ist so ein langer Task, den man da vor sich hat. Es ist ja nicht mal eben so gemacht, ne? Shirasoshi. Und Nami. Nami ist immer eine Mark wert, einfach weil ihr alle auf Nami steht. Gibt's zu. Und Charlotte Katakuri. SEC. Das ist eine Secret Rare. Nicht die Alternate Art. Hä?
Die Alternate Art ist nämlich 150 Euro wert. Die ist aus. Das muss ich jetzt mal rausfinden hier. Charlotte Katakuri, OP. Ach, das ist die Leaderkarte, ne? OP 123. Kinder, das ist nicht so leicht, ne? 123. Jo, 45 Euro. Erste Secret Rare Alternate Art. Ihr seht, es ist wirklich gar nicht so leicht hier, wenn man sonst sich immer nur Magic Card anschaut, hier direkt so durchzublicken. An sich, klar, die haben den Rahmen, ne? Die haben einen Rahmen und unten steht die Nummer. Podcast DAs als Alternate Art auch eine geile Karte. Flame Emperor, Rare. Monkey D. Luffy, Rare. Und eine Don-Karte. Aber hier muss man dann auch direkt mal schalten, ob das jetzt die Alternate Art ist, weil die Secret Rares auch einen goldenen Rand haben, so ähnlich wie hier Flame Emperor. Alles nicht so leicht, wenn man sich das nur alle paar Jahre anguckt. Kiwi und Mozu. Ach, guck mal, Namula, Alter. Das ist wirklich noch... Den Teil habe ich auch noch geguckt. Khalifa, eine Rare. Khalifa Alternate Art, direkt hinten dran. Jetzt ist es für alle zu erkennen, oder? Rare Alternate Art. Ist Khalifa beliebt? Was glaubt ihr? Ist eine Frau? Khalifa? Ja, ja, ja. Also bei 20 Euro. Displaypreis müsste bald wieder drin sein. Mit Khalifa und Charlotte Katakuri. Falsch, Charlotte, Alter. Charlotte. Gungum Jet Gatling. Buzzcut Mochi. Sieht geil aus mit dem Gold und Gelb. Und das ist die Don-Karte. I lived under your crap roof all these years. Wer sagt das? Oh ja, ist das... Ach, Sanji. Klar, Sanji. Muss man genau hingucken. Das sind seine Schuhe, das ist der Körper, da ist das Gesicht. Also er kniet nieder. Die gab. Dann haben wir nochmal Fire Fist, Itzo und eine Don-Karte. Also das spannend, also das ist ja auch ein Spiel, ne? Ich habe einige Patreons, die mir schon geschrieben haben, sie zocken das. Und ich kenne auch Leute, die Flash and Blood gespielt haben und jetzt hier One Piece spielen. Das Spiel soll ganz cool sein. Brand New, Kokoro, Don. Und ich habe es auch schon einmal gespielt, am Anfang des Jahres beim JK Jahresend-Event, auch mit Said zusammen, dem dieses Display gehört. Und es hat mir Spaß gemacht, aber auch nur so fern, dass ich mir mein eigenes Deck bauen würde, um nochmal weiter zu zocken. Buzzcut Mochi, Kaku, Secret Super Rare, nicht Secret Rare. Es gibt ja SR ist Super Rare, SEC ist Secret Rare. Die geheime Rare. Die zweite hier müsste Soulj King sein. Leaderkarte Charlotte Lin Lin. Luffy nochmal und Nami. Wen triggert Luffy hier? Luffy. Ja, Monkey D. Ruffy. Das ist tatsächlich auch noch das hier, was ich geguckt habe, habe ich schon gesagt. Und deswegen finde ich es auch noch cool. Six King Pistol. Oh, gar nicht von Ruffy, sondern gegen Ruffy eingesetzt. Zeph. Und eine Don-Karte. Die Don-Karten sind sozusagen euer Mana. Im weitesten Sinne ermöglichen sie euch das Spielen. Wir haben Izzo, Charlotte Cracker, Secret Rare. Ist das jetzt... Alternate Art? Das finde ich jetzt schwer. Man sieht den Rahmen nicht ganz, aber man sieht den Rahmen. Ich gehe mal auf die Suche. OP 308. Ist eine Super Rare, Charlotte Cracker. Ist keine Alternate Art. Also, ich sag's ja. Es ist verwirrend. Ich weiß doch gar nicht, man kriegt nur 2 bis 4 Alternate Arts pro Display. Also es ist schon cool, dass wir eine Secret Rare gezogen haben.
45 und 20 Euro ist ja auch schon stabil, ne? Das Display kostet um die 80 Euro. Wir haben Sanji. Oh, das ist ein schönes Bild. Aber irgendwie guckt er schon wieder durchs Fenster einer Frau zu. Pauli. Was macht ihr am Wochenende? Sonntag kommt vermutlich schon der EV, der allererste von Commander Masters. Also mein Wochenende ist in Zahlen angucken untergliedert. Six King Pistol, Belmare. Your turn. Die Cummins kommen mal weg. Für mehr Platz haben. Ja, ich werde mich mit Commander Masters beschäftigen. Die Decks, overwhelming, underwhelming. Ich würde sagen, whelming, genau die Mitte, holt mich nicht krass vom Hocker, aber sind coole Themen immerhin. Blueno, Firefist, sie hätten mehr draus machen können. Gerade das Sliver-Deck natürlich. Rainbow Mana wäre es gewesen und nicht diese ollen Feldsterne, die getappt ins Spiel kommen. Belmare, Khalifa und Don. Ansonsten, ich freue mich auf Commander Masters. Ich freue mich auch, da was aufzumachen. Ich freue mich, das zu berechnen tatsächlich, weil es mal wieder ein Reprint-Set ist, klar. Charlotte Pudding, Zeff und die erste Seite im Display ist alle. Das heißt, wir kommen zum Ende. Pillars of Strength, ich glaube, hat für Said geliefert. Ach, aber ich habe ja noch eine Aufgabe. Jin, Charlotte Katakuri ist exakt der gleiche, aber hier seht ihr es jetzt auch. Das ist normales Secret Rare, das ist Alternate Art. Hier ist ein Rahmen. Alter, es ist so richtig schwer zu erkennen, Mann. Charlotte Katak. Ich zeig mal alle Reprints mir an. Ach so. Also einer davon ist jetzt Alternate Art, der andere nicht. Rechts hier kostet 44 Euro, links 26. Scheißegal, was ist. Display ist bezahlt für Said. Ich hatte die Aufgabe, eine Wanted-Karte zu ziehen. Vielleicht hier hinter Streusen oder Lysop, nix. Drei Booster noch, drei Chancen, beziehungsweise sechs Chancen, eine Wanted-Karte zu ziehen. Ich wusste nicht, dass die so selten sind. Deathly Poison Gas, Isho, super rare. Ah, das ging gut auf das Booster. Come on, Wanted-Card. Wir haben Rob Lucky. Und Marshall D. Teach. Letztes Booster. Said, ich habe es zum Glück nicht versprochen. Ich habe nur gesagt, für mich kein Problem, aber sieht aus, als wäre es ein Problem. Meine Rhyceros. Jabra. Kuriel. Lysops Pirate Crew. Out of the Bag. Galila Company. Charlotte Oprah. Nojiko. Top Knot. Bucci. Sanji. 3000 Worlds und das war's. Keine Wanted-Karte. Dafür zwei Secret Rares. Zwei Alternate Arts. Ja, die Don-Karte ist garantiert. Also, das ist deine Rare Alternate Art und deine Secret Rare Alternate Art. Viel Spaß mit den Karten. Schönes Wochenende. Bis Sonntag.